Wäre es nicht toll, wenn du in stressigen Zeiten ein einfaches Mittel kennst, das dich aus der stressigen Situation herausholt, entstresst und du wieder richtig funktionierst? Dieses Mittel gibt's und das nennt sich der physiologische Seufzer. Sicherlich kennst du diesen Seufzer, weil in unserer Kindheit haben wir alle mal kräftig durchgeseufzt. Immer dann, wenn wir richtig traurig waren, wütend waren, wenn wir irgendwas nicht bekommen haben, dann war das richtig Stress für uns. Vielleicht hast du dich auf den Boden geschmissen, mit den Fäusten getrommelt, wütend aufgestampft und dann kräftig geheult. Nach dem Heulen passierte immer das, dass du so ein bisschen geschluchzt hast. Und das ist das, was die Natur sich dabei gedacht hat. Die hat das System mit diesem entspannt. Lungenbläschen kollabieren, wenn sie Stress haben. Die fallen so ein bisschen zusammen und verlieren ihre runde Form. Und immer dann, wenn sie ihre runde Form verlieren, funktionieren sie einfach nicht mehr gut. Und wenn wir einfach seufzen, dann ploppen die wieder auf und der Gasaustausch kann hervorragend stattfinden. Ich zeige dir jetzt einmal den physiologischen Seufzer und anschließend machen wir ihn zusammen. Und er geht wie folgt. Du atmest zweimal tief hintereinander ein, am besten durch die Nase und anschließend mit dem Seufzer durch den Mund aus. Ein bis zweimal Seufzen reicht völlig aus, um das System komplett zu entspannen. Achtung, jetzt seufze ich mal los. Das glaubst du da nicht? Ich fühle mich gerade richtig gut und würde dich jetzt einladen, mit mir einmal gemeinsam richtig durchzuatmen, um zu seufzen. Der erste Seufzer oder das erste tiefe Einatmen durch die Nase ist ein bisschen länger, der zweite im Anschluss ein bisschen kürzer und dann das Seufzen ruhig mit einem richtig schönen Laut heraus. Also, fangen wir an. Tief, zweimal hintereinander. Noch einmal. Und jetzt spür einmal, ob dein System sich tatsächlich gerade entspannt. Auch wenn du es nicht spürst, kann ich dir voraussagen, dass deine Lungenbläschen gerade aufploppen und alles wieder gut funktioniert. Solltest du noch weitere Tipps und Tricks zum Thema Atmung mit mir gemeinsam durchlaufen, schau dir einfach das nächste Video an.